Ja, hallo zusammen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Diejenigen, die meine Videos verfolgt haben, wissen, dass ich einen Tesla Model S gekauft habe und mit den Reifen auf diesem Fahrzeug nicht ganz zufrieden war. Und das lösen wir heute, das Problem. Heute gibt es 4 frische Reifen für mein neues Tesla Model S. Die meisten von euch wissen, die meinem Kanal folgen und die letzten Videos gesehen haben, habe ich mir einen Tesla Model S aus Holland gekauft und war bei der Übergabe nicht so ganz hundertprozentig zufrieden. Neben kleinen Nickeligkeiten an diesem Auto, über die vorher nicht gesprochen wurde, sind auch die Reifen auf diesem Fahrzeug nicht in einem Zustand, in dem ich sie gerne fahren möchte oder über längeren Zeit fahren möchte. Die vorderen sind grenzwertig, ich sag mal an der Grenze zum Abgefahrensein, und hinten sind 2 verschiedene drauf, was, wie ich mittlerweile weiß, absolut zulässig ist, ist auch in Ordnung. Aber ich möchte es nicht haben, ich möchte einmal Grund reinkriegen. Deshalb habe ich 4 neue Reifen bestellt und die werden heute montiert. Bei meiner Reifenbestellung wollte ich zunächst im Tesla Service Center Reifen bestellen und wurde dann aber informiert darüber, dass man zumindest in Hamburg das Reifenthema nicht mehr im Service Center macht, sondern man hat das an einen Reifenhändler delegiert, einen von den üblichen, die man so findet, wenn man im Internet nach Reifenhändlern sucht. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn du schon eh frei bist, dann machst du das da, wo du es sonst vielleicht auch machen würdest oder wo du schon mal Reifen gekauft hast. Ich habe mich dann im Internet informiert, auch in Foren, und habe geguckt, welche Reifen es so gibt für dieses Fahrzeug. Dabei habe ich eigentlich nur auf 2 Sachen nachher am Ende geachtet. Das eine ist das Thema Energieeffizienz. Es gibt zum Glück heute Energielabel, die eine Aussage über die Energieeffizienz treffen. A ist die beste Energieeffizienz, B, C und so weiter geht das dann und wird dann immer energieineffizienter sozusagen. Und der zweite Punkt, auf den ich geachtet habe, ist das Thema Geräuschentwicklung. Auch da gibt es eine Aussage auf dem Reifenetikett. Da gibt es noch eine Aussage zum Thema Nasshaftung, also Haftung bei Nässe. Das kann man natürlich dann immer noch so im Auge behalten. Ich habe mich entschieden für einen Michelin-Reifen, der in dieser tabellarischen Aufstellung im Internet zum einen die Energieeffizienzklasse B hatte. B ist bei dieser Reifengröße, die hier auf dem Auto gefahren wird, die beste Energieeffizienzklasse. A habe ich nicht gefunden, gibt es nicht anscheinend. Und C gab es eine ganze Menge, aber ich habe einen mit B genommen. Und der zweite Punkt ist, dass es einen Geräuschpegel hat, oder dieser Reifen hat einen angegebenen Geräuschpegel von 69 Dezibel. Das war auch das Beste. Die anderen lagen eigentlich alle immer bei 70, 71 oder drüber. Ausgewählt ist ein Michelin Primacy 3, so heißt er. In der Dimension 245/45 R19Y. Das ist also schon ein ziemlich breiter Reifen, wie ich finde, auch ziemlich niedrig. Dieser Geschwindigkeitsindex Y kennzeichnet, dass der Reifen bis 300 Stundenkilometer freigegeben ist. Das schafft dieses Auto nie, aber das ist natürlich auch geschuldet dem hohen Gewicht des Autos. Wenn der dann tatsächlich mal 250 fährt, dann drückt der Wind schon ziemlich das Auto an den Boden. Das heißt, die Reifen haben eine erhöhte Traglast, um dieses Gewicht dann auch auszuhalten, den Druck auszuhalten. Und deshalb nimmt man hier bei diesem Modell 85D Reifen mit der Kategorie Y, die also bis 300 Stundenkilometern freigegeben sind. Ganz billig ist der Spaß nicht. Solche Reifen kosten über 200 Euro das Stück. Dann kommt noch Wuchten und so weiter dazu, die Dienstleistung des Reifenwechselns. Insofern ist man für einen Satz Reifen mit irgendwo zwischen 900 und 1000 Euro
dabei, fertig montiert, gewuchtet und all in und Entsorgung der alten Reifen. Finde ich schon ein stolzer Preis, aber unterm Strich ist mir die Sicherheit das wert. Und wie gesagt, vorne brauchen wir nicht zu diskutieren. Die vorne sind runter. Über die beiden hinten lässt sich diskutieren. Vielleicht nehme ich sie mit und stelle sie bei eBay Kleinanzeigen rein. Für den Fall, dass jemand so einen einzelnen Reifen nochmal sucht. Die sind noch so ganz passabel. Damit kann man noch fahren, aber die vorne eben nicht mehr. Insofern geht es jetzt auf zum Reifenhändler und wechseln. Beim Reifenhändler angekommen, geht es mit dem Tesla gleich auf die Hebebühne. Und da stehen sie auch schon, 4 frische Sommerreifen. Nach der Montage gibt's hier noch einen Blick auf die alten. Die sind total fertig. Abgefahrenes Profil, Sägezahn und eine Beschädigung der Lauffläche. Ich habe sie alle 4 entsorgen lassen. Nach dem Reifenwechsel leuchtet das Armaturenbrett wie ein Weihnachtsbaum. Wie jedes moderne Auto hat der Tesla ein Reifendruckkontrollsystem. Die Sensoren müssen jetzt neu angelernt werden, damit sie richtig funktionieren. Das geht ganz einfach im Menü, bei den Einstellungen. Beim Reset muss man auf die richtige Felgengröße achten. Bei mir sind es 19 Zöller. Danach fährt man ein paar Meter, dann ist das System wieder betriebsbereit und die Warnmeldungen sind weg. So, endlich sind die alten Schlappen runter und was soll ich euch sagen? Es ist absolut geil. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht mit den neuen Reifen. Das ganze Auto fährt sich um Längen ruhiger. Diese Sägezahnbildung in den Vorderreifen, die hat also so ein richtiges Geräusch gemacht. Das ist jetzt komplett weg. Es fährt sich wie ein fliegender Teppich. Und so wie ich es von Tesla auch kenne und so wie ich auch andere Teslas schon gefahren habe, so leise ist dieses Fahrzeug jetzt. Macht richtig Spaß, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Genommen habe ich als Reifen wieder den Michelin Primacy 3. Das ist der Reifen, der auch schon als Erstausstattung auf diesem Fahrzeug anscheinend montiert war. Zumindest waren die Vorderreifen Michelin Primacy 3. Hinten waren Primacy 4, glaube ich, oder Primacy MXM hieß der und ein Pilot Sport 3 drauf. Also 2 unterschiedliche Reifen. Jetzt habe ich 4 identische, 4 gleiche und alle neu. Und damit habe ich einmal einen Grund drin, was ich ja auch wollte. Die Firma, die mir den Reifen da montiert hat, sehr nett und auch sehr interessiert an dem Thema Tesla. Was bei Tesla ganz toll ist, ist dieser Summon-Modus, dass man das Auto mit dem Handy also vorwärts oder rückwärts bewegen kann, ohne dass man in dem Auto sitzt. Das ist ganz praktisch für Hebebühnen. Also wenn der Wagen auf die Hebebühne muss, kann man vor der Hebebühne anhalten, steigt aus und bewegt ihn dann mit dieser Handy-App nach vorne zwischen diese Pfeiler der Hebebühne, wo man ja sonst nicht aussteigen kann, wenn man selber dahin fährt. Das hat natürlich erstmal für großes Hallo gesorgt und auch für reichlich Gesprächsstoff. Das finde ich ganz toll. Tesla ist sowieso ein sehr kommunikatives Auto. Also wo immer man damit aufkreuzt, gibt es doch viele Fragen und viel Bedarf, Erklärungsbedarf. Wie weit komme ich damit? Wie schnell fährt er denn? Und so weiter und so fort. Auch wenn das nicht der erste Tesla war, den sie dort gemacht haben. War doch wieder mal Gesprächsthema, sehr nett. Und das ist alles gut gelaufen, das ist alles gut gemacht. Die Reifen sind frisch gewuchtet. Ich muss jetzt die nächsten 50 Kilometer noch langsam fahren oder 100 Kilometer langsam fahren, damit diese Schmiere noch weg ist, die zwischen der Felge und dem Reifen sitzt. Um den Reifen zu montieren, trägt man so ein Schmiermittel auf, damit der Reifen über die Felge flutscht. Und dieses Fett muss erst trocknen, damit der Reifen fest auf der Felge sitzt. Wenn man jetzt zu früh das Ganze schon belastet und Gas gibt und hier durchbeschleunigt, dann kann es passieren, dass der Reifen auf der Felge verrutscht und dann hast du noch mal eine Unwucht drin. Dann kannst du gleich wieder zum Reifenhändler gehen und das alles noch mal neu machen lassen. Insofern
muss man sich da zurückhalten. Außerdem ist noch eine Fettschicht auf der Oberfläche des Reifens. Der hat also noch nicht seinen vollen Grip. Ja, ich fahre jetzt im Moment zu IKEA. Da hole ich mir nicht nur etwas ab, was ich da noch mitbringen muss, sondern ich hole mir auch etwas Strom ab, denn IKEA hat ja eine Ladestation, bei der man kostenlos aufladen kann. 20 kW Ladeleistung gibt es dort, CHAdeMO. Den Adapter dafür habe ich mit. Falls das besetzt sein sollte, gibt es Wechselstrom mit 11 kW. Insofern mal gucken, ob die Säule überhaupt frei ist. Der Parkplatz hier ist rappeldicke voll. Mal schauen, vielleicht gibt es ein anderes Elektroauto dort oder jemand anders parkt dort, der da nicht parken sollte. Mal gucken, hier ist es nicht. Und dann fahre ich zurück über die Autobahn und da bin ich mal sehr gespannt. Da lasse ich euch dann auch gerne dran teilhaben, wie die Fahrt auf der Autobahn ist, ob der Wagen super leise ist auf der Autobahn. Er hat ja auf der Autobahn erhebliche Geräusche gemacht. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Auto mit den neuen Reifen auf der Autobahn fährt. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Zum Einparken ist die Rückfahrkamera unentbehrlich. Der Tesla ist groß, breit und unübersichtlich. Die Kamera braucht man wirklich jeden Tag. Mit dem CHAdeMO-Adapter kann man an dieser Säule Gleichstrom mit bis zu 20 kW Leistung laden. Das Laden ist hier kostenlos, eine Ladekarte braucht man nicht. Ladesäulen stehen bei IKEA Mofleet direkt vor dem Eingang. Das ist als Service nett gedacht. Leider steigt damit auch das Risiko, dass sie von Verbrennern aus Bequemlichkeit zugepackt werden. Das war mein kleiner Zwischenstopp bei IKEA. Fazit, das abgeholt, was ich abholen wollte, ein Hotdog gegessen, weil ohne Hotdog geht nicht, und 6 Kilowattstunden Strom mitgenommen. Und genau so muss man das auch sehen. Man lädt so ein Auto nie wirklich hundertprozentig voll, es sei denn, ihr wollt damit in Urlaub, habt eine längere Tour für euch. Und es wird auch nie wirklich 100%, also auf 0%, sprich leer, sondern man bewegt sich immer dazwischen, sodass man seine Fahrten machen kann. Dafür muss der Akku nicht zwingend 100% voll sein, um für den Tag seine Fahrten zu machen und ans Ziel zu kommen und abends wieder nach Hause. Insofern habe ich die Zeit genutzt, 6 Kilowattstunden, das sind ungefähr 30 Kilometer, die ich da praktisch gewonnen habe. Hätte ich eine Stunde dran gestanden, die Säule macht 20 kW Leistung, dann hätte ich 20 Kilowattstunden Strom mitgenommen. Das sind ungefähr 100 Kilometer bei einem Tesla Model S. Ja, jetzt stehe ich hier wieder im Stau. Es ist Berufsverkehr, 3 Uhr nachmittags, 20 nach 3. Knüppeldicke voll, da vorne geht es auf eine Spur und danach bin ich mal gespannt, weil danach habe ich dann endlich die Möglichkeit auch mal so ein bisschen schneller zu fahren. Bis zu 80 Stundenkilometer ist das Tempolimit hier, das werde ich dann auch ausnutzen und werde mal gucken, wie die Reifen sich da so verhalten. Ich erwarte, so wie sich das jetzt im Stadtverkehr schon anlässt, dass das Gros der Geräusche, die dieser Wagen gemacht hat, weg sind. Und ich erwarte auch, das habe ich vorhin schon gemerkt, dass dieses Vibrationsgeräusch, was Ove und ich auf die vordere Drive Unit geschoben haben, auch deutlich weniger geworden ist, wenn nicht sogar so gut wie weg ist, weil ich glaube nicht, dass es die Drive Unit war, sondern ich glaube, es waren die Reifen.
Müssen wir einfach mal gucken. Bin jetzt hier gleich durch. Das ist in Hamburg so richtig hier diese Google Maps Karte, die hier im Tesla so schön ist. Die ist komplett rot. Kann ich euch noch mal zeigen, solange das hier so ein bisschen leise vorangeht oder langsam vorangeht. Ja, muss ja nicht selber Google Maps aufmachen hier, sondern eine Kamera. Da die aktuelle Karte. Also rund um Hamburg, im Westen, im Osten, alles rot. Aber das ist hier absolut normal. So, jetzt geht es ein bisschen weiter. Bin so gespannt, ob das alles weg ist. Und ich glaube, das ist nicht nur deutlich leiser, sondern ich glaube auch, dass dieses Rubbeln weg ist. Ich glaube, das war nicht die Drive Unit. Muss man gleich mal gucken. Der berühmte Reißverschlussverkehr, einer rechts, einer links. Meistens klappt das hier auch. Manchmal gibt es rechts noch Leute, die einen nicht reinlassen wollen und links Leute, die noch ein Auto mehr schaffen wollen, was auch immer es dann im Anschluss bringen mag, habe ich noch nie verstanden. Aber heute klappt das hier alles. Eine rechts, einer links, super. So, ist nur ein kurzes Stück. Hier wird die Wilhelmsburger Reichstraße neu gemacht. Dazu baut man eine neue Anschlussstelle und deshalb hat man das Ganze hier auf eine Spur verschwenkt. Das ist ein Klacks hier in Hamburg. Also im Moment haben sie hier in Hamburg wirklich den Frontalangriff, was Baustellen angeht. Sie haben im Westen die Baustelle rund um den Elbtunnel am Wickel. Sie haben im Osten eine Baustelle auf der Autobahn. Sie haben im Stadtgebiet verschiedene Baustellen, sodass also auch die Nebenstrecken, auf der die Leute versuchen auszuweichen und versuchen praktisch von der Autobahn runter auf Nebenstrecken zu fahren, da wird auch überall gebuddelt. Und im Moment ist das eigentlich ziemlich egal, wo man es versucht. Man steckt morgens im Stau. Neulich waren hier vom Elbtunnel wieder 18 Kilometer Stau, muss man sich vorstellen. Von Quickborn bis zum Elbtunnel 18 Kilometer. Da bist du über eine Stunde, steckst du da drin. Und es gibt Leute, die machen das morgens und quasi abends im Berufsverkehr. Das ist wirklich Kopfschuss im Moment. So, bin jetzt ungefähr bei 60. Der Wagen ist absolut leise. Unglaublich, was das für einen Unterschied macht. Unglaublich, dieser Unterschied zwischen dem, was da vorher war und dem, was hier jetzt ist. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, so schnell darf man hier nämlich gar nicht. Aber ich gehe mal so bei 80 Fuß vom Gas. Ne, dieses Vibrationsgeräusch, was vorher da war, ist weg. Wenn ihr das Video seht, wo Owe mein Auto checkt, da sind wir ja zusammen Autobahn gefahren, da habt ihr im Hintergrund immer so ein Geräusch. Das haben wir ja am Ende auf die vordere Drive Unit geschoben und ne, absolut weg. Hier ist nichts. Absolute Ruhe. Ich höre gar nichts mehr. Ich habe jetzt zwar schon einen Termin mit Tesla gemacht, um diese vordere Drive Unit anzugucken, weil ich ja der Meinung war und Owe auch, dass das die vordere Drive Unit war. Und es sind ja noch ein paar andere Sachen an dem Auto, das Wasser in den Heckleuchten, das übliche so schlecht eingestellte Fenster, so ein paar Nickeligkeiten, die hier zu machen sind. Aber Drive Unit können Sie sich ja angucken, sicherheitshalber. Nee. Absolut Ruhe. Unglaublich. Hätte ich niemals gedacht, dass ein paar neue Reifen oder vier neue Reifen das ausmachen. Ohne Worte. Also, da bin ich echt happy und freue mich, dass das Thema mit den Reifen hier geklärt ist. Ich habe demnächst auch noch ein paar längere Touren vor mir und wollte dieses Reifenthema dann auch wirklich abgehakt haben, dass ich mich auf die Räder verlassen kann. Und weil es so schön ist, habe ich mir auch neue Winterräder gekauft. Bei eBay Kleinanzeigen gab es welche in eigentlich neuwertigem Zustand, zumindest die Reifen, die Felgen sind gebraucht. Die kann man ja nochmal aufarbeiten lassen, wenn man die ein oder andere Schramme da stört, aber die sind eigentlich ganz gut in Ordnung. Die Reifen sind so gut wie neu, Dezember 2019.
17 gebaut, also praktisch im letzten Winter neu gekauft, kaum was gelaufen, sehen aus wie neu. Und insofern habe ich dann beides zusammen, dann habe ich einen tollen Satz Sommerräder jetzt hier drauf und habe einen tollen Satz Winterräder schon in der Garage. Wenn es dann kälter wird, kann ich das umbauen. Ich hatte erst überlegt, Ganzjahresreifen zu nehmen, bin aber wieder davon ab. Ich hatte zweimal schon in meinem Leben Ganzjahresreifen auf Fahrzeugen drauf. Die waren eigentlich im Winter nie wirklich gut. Wenn die Winter nicht so streng sind und man damit nicht Wintersport will oder so, macht das alles in Ordnung sein. Aber ich fand sie auch gerade beim Bremsen nicht so hundertprozentig überzeugend. Insofern bin ich dann, weil ich doch zu viel unterwegs bin und das Auto dafür eben auch brauche, doch lieber darauf gegangen, einen Satz Sommerreifen, einen Satz Winterreifen zu haben und dann zu wechseln. Ja, eine ganz große Baustelle an diesem Tesla ist abgehakt. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Punkte für euch dabei. Ich habe als nächstes für euch ein Auto im Test, wo ich mich schon lange, lange drauf gefreut habe, weil ich zwar schon viele Elektroautos gefahren habe, aber dieses Ding noch nicht. Und ich sage absichtlich Ding, weil es nämlich offiziell gar kein Auto ist, sondern ein Leichtkraftfahrzeug oder wie auch immer man das nennt. Ich habe zum Testen im Moment bei mir zu Hause den Renault Twizy. Und ja, da kann ich nur sagen, bleibt dran an diesem Kanal, schaut euch die Videos an, abonniert es, klickt die Glocke an, wenn ihr Infos haben wollt, wann neue Videos kommen, und freut euch demnächst auf einen Test mit dem Renault Twizy. Und danach kommt dann noch ein Video, wo ich mit diesem Fahrzeug dann bei Tesla zum Service bin. Drive Unit hin oder her, wie gesagt, der Wagen geht noch einmal zum Service, um die ganzen Kleinigkeiten, die da jetzt noch dran sind, zu beheben. Ein Großteil ist mit den Reifen heute ja schon behoben. Vielen Dank fürs Zuschauen.